So, Freunde, schönen guten Tag, neues Video von Savage Scooters. Wir sprechen heute über das Finale vom Tourer. 210er Malossi Sport mit 26er SI-Vergaser und einer Polini-Box. Also Brot und Butter, hier gibt es nichts Spektakuläres, sondern hier gibt es einen grundsoliden Tourer. Ziel war es, das Ganze so schön harmonisch zu gestalten, dass der Bock zu jeder Drehzahl bis zu seinem Peak eine ansteigende Leistung hat und ein sehr, sehr schönes Drehmoment. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut erreicht. Denn der Witz ist ja Zeitblase, ich mache das Intro von dem Video, nachdem ich die Messung gemacht habe. Ja, ist so. Von daher wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Ich glaube, das wird euch gefallen. In diesem Sinne, viel Spaß. Also was haben wir gemacht? Sprechen wir über den schönen Motor. Wir haben einen 210er Malossi Sport. Wir haben diesen ein bisschen erweitert vom Auslass und zwar in die Breite. Also knapp eine 60er Sehne, 60% Sehne. Die Höhe haben wir fast nicht angetastet. Da ist nur ein bisschen quasi die Biegung des Auslasses ein bisschen begradigt an den Außenseiten, um mehr Fläche zu schaffen, auch unten. Ne? Also der Auslassimpuls sollte deutlich stärker sein. Damit der Box nicht zu erwarten ist, dass wir hier groß über einen Reso-Kick sprechen, sondern einfach die Entladung des verbrannten Gemisches schneller bewerkstelligen können, damit schnell altes Gas raus und schnell neues Gas reinkommen kann. Das haben wir gemacht. Dann haben wir die Einlasszeiten ein bisschen angepasst und eine BGM-Kurbelwelle benutzt. Die ist einfach unschlagbar. Ich habe mich übrigens mal informiert. Ich habe mit dem Alex gesprochen vom Scooter Center und mein Eindruck hat sich komplett bestätigt. Ich habe in den letzten 2 Jahren die Wellen verbaut und hatte überhaupt keine Probleme mehr mit den Wellen. Also von meiner Seite kann ich euch die BGM Drehschieberkurbelwelle sehr ans Herz legen. Bis 25 PS überhaupt keine Probleme gehabt. Ansonsten bestätigt Alex vom Scooter Center tatsächlich genau das Gleiche. So, und weil wir jetzt hier so lauschig zusammensitzen, ihr quasi in meinem Wohnzimmer mit Geräuschdämmmatten an der Wand, zeige ich euch jetzt ein paar Läufe, die ich so auf dem Weg zur optimalen Bedüsungsermittlung habe durchführen können. Ich höre mich an wie ein Doktor, also als würde ich irgendwie einer breiten Masse etwas versuchen, seriös zu erklären. Also, an dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß bei dem ein oder anderen Video vom Prüfstandslauf. Gucken wir uns das jetzt mal an. Yeah.
Das Bild, was ich euch jetzt einblende, ist ein Diagramm von einem der Läufe, und zwar im vierten Gang. Habe ich hier gemessen, und zwar eine Leistung von 25,4 PS und 26 Newtonmeter. Was man hier sehr, sehr schön sieht, ist, dass ich einen sehr sauberen Leistungsanstieg habe, hoch bis 7100 Umdrehungen. Da hat er seinen Peak bei 25,4 PS im vierten Gang. Puh, was eine Leistung von, weiß der Henker, wie viel km oder beziehungsweise eine Geschwindigkeit von, weiß der Henker, wie viel km anbelangt. Dann haben wir 26 Newtonmeter bei 6500 Umdrehungen. Das Interessante ist aber eigentlich, dass wir bei 4000 Umdrehungen 18 Newtonmeter haben. Also das heißt, der Motor besteht eigentlich nur aus Leistung. Ja? Das ist ganz, ganz cool zu sehen. So, und jetzt hole ich mir mal das andere Bild ran hier. Sekunde. Was ich euch jetzt noch einblende, ist dritte und vierte Gangmessung. Hier seht ihr ganz gut anhand der Überschneidung, wann ihr eigentlich den optimalsten Schaltpunkt erwischt. Wenn ihr jetzt, also ich würde so schalten, ne? Also ich würde den Roller so kurz vor der 80 km/h würde ich schalten. Da bin ich so ungefähr auf der Peakleistung meines Motors und nicht im Overrev und würde dann in den vierten Gang schalten und hätte dann so bei 80, 85 km/h dann die volle Leistungsentfaltung noch im vierten Gang so bis 110 km/h hoch und habe halt auch volles Drehmoment. Ne? Das heißt, also der Roller schiebt in jedem Fall bis, ach hier kann man sogar sehen auf dem Bild, 134 km/h im vierten Gang bei 8600 Umdrehungen. Da drehst du die Karre niemals hin. Aber nun gut, vor allen Dingen ist ja auch mit Wind zu rechnen, ne? Das muss man ja auch mal dazu sagen. Also von der Seite her, hier seht ihr mal ein ganz gutes Schnittbild. Dritter Gang zu vierter Gang, wann wäre der idealste Schaltpunkt, um den Roller schön mit Kraft und mit Druck nach vorne zu schieben. So, ja, was bleibt am Ende zu sagen? Das Projekt hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, Carlo kriegt genau das, worauf er Bock hat, nämlich einen sehr potenten Tourer. Und ihr wisst jetzt im Grunde mal, was für einen potenten Tourer vonnöten ist, damit man das Ganze auch ja, so fahren kann, wie viele immer sagen, ich will Druck in allen Lebenslagen haben. Also mit dem Konzept hast du Druck in allen Lebenslagen. Der 210er Malossi Sport MK2185, Baujahr 2021, macht seinen Dienst, wie er machen soll. Über eine Auslassbearbeitung freut er sich. Ja, also Auslassimpuls schaffen findet er gut. Ihr seht auch anhand der Leistungen, dass der bis 7000 Umdrehungen liefern kann und die Polini-Box das vor allem auch mitmacht. Und 25,4 PS finde ich jetzt für das Konzept mit dem SI-Vergaser wirklich sehr, sehr geil. Da brauchst du dir wirklich keine Sorgen machen, ob du mit den Leuten mitfahren kannst oder nicht. Ich glaube, da kannst du in der einen oder anderen Kurve in der Stadt oder beim Passfahren auch den einen oder anderen Motorradfahrer durchaus überraschen. Ja, ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal so dieses Mysterium des Tourers mal so ein bisschen näher bringen und euch mal zeigen, worauf man achten sollte. Was für mich noch wichtig ist an der Stelle, ist, ich war ja früher, viele werden das noch wissen, oder die, die mich länger kennen, ein sehr, sehr großer Fan des Polini-Zylinders, des 210ers und auch des 221ers. Ich muss leider sagen, und es tut mir in der Seele weh, das zu sagen, ich muss tatsächlich leider sagen, dass die Zeit des Polini-210ers nicht nur abgelaufen ist, sondern schon lange, lange vorbei ist. Dieser Zylinder ist qualitativ ein sehr hochwertiger Zylinder, aber ganz ehrlich, wer einen Tourer haben will und wer ein Drehmomentmonster haben will, der kauft sich heute keinen Polini mehr. Es ist wirklich schade, weil das der Zylinder meiner Jugend war. Dieses Gussschwein, was es früher gab, ja, das bist du halt gefahren, dreimal weggeklemmt und dann so, jetzt läuft er. So war das früher. Heute bei den Aluzylindern ist das sicherlich ein bisschen was anderes. Die sind thermisch auch ein bisschen besser abgefedert. Aber naja, der Polini-Zylinder ist einfach völlig aus der Zeit gefallen. Malossi hat einen guten Job gemacht. Quattrini ist der Hengst der Klasse. Kostet aber auch das Doppelte. Also wer 25 solide PS haben will mit einem 200er Block und will wirklich Spaß haben beim Fahren, der ist mit diesem Setup gut bedient. Ich hoffe, ich konnte euch das genau so zeigen, wie ich das empfunden habe, auch auf dem Prüfstand, auch bei der Messung. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir eine Mail oder geht auf Facebook. Würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst über den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wenn er rausgeht, fallt nicht in Schnee und bleibt hässlich. Tschüss.